Und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Knights of the Old Republic. Da kommen wir her. Na ja, da kommen wir her. Okay, dann hau ich einfach mal den Bären ganz ohne. Ich habe mein Level 1 aufgespart, einfach aus dem Grund. Ich glaube, ich sicher, dass jemand einen Boss kann. Weil jetzt, wenn ich irgendwie die zweite Gesellschaft habe, dann komme ich mit klar, die kann ich metzeln und danach dann einfach heilen und danach dann warten, bis ich die Macht regeneriert habe. Aber möglicherweise komme ich im anderen Kampf mal nicht zum Heilen, weil ich habe keine Macht mehr. Und deswegen spare ich mir ganz frech, wie ich bin, einfach das Level 1. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier lang muss, oder ich habe gesehen, da war ein Durchgang hinter den... Da drückt ein großer Spind. Was machen eigentlich meine Gefährten? Ohne Scheiß, die hocken wahrscheinlich jetzt da oben und chillen und denken sich... okay. Mist, Gift. Was? Okay, ich frag nicht. Ich denke, ich muss da hinten durch, weil sonst wäre das... dieses Energieschild und so sinnlos gewesen. Ich gehe einfach mal da hinten durch. War ich schon dran? Nein, war ich noch nicht. Sehr gut. Mehr Computersonden für mich. Ja, Luftkonsequenz beginnen. Okay, bin mal gespannt, wo ich jetzt rauskomme. Nochmal bei einem Phyraxianer. Phyraxianer. Ist, was ich meine. Du bist aber schnell da. Und schnell tot. Du? Komm, komm. Gut, auf jeden Fall ein neues Gebiet. Ich glaube, da komme ich wahrscheinlich wieder rein. Das wäre wahrscheinlich der andere Ausgang gewesen, wo ich auch gerade war. Vermute ich jetzt einfach mal. Deswegen laufe ich jetzt einfach mal hier weiter. Mit absolutem Highspeed. Kolto-Kontrollfeld. Das gucken wir uns doch mal an. So in 2 bis 7 Minuten. Gleich da. Gleich am besten. Nee, ich mag grundsätzlich kein Unterwasserlevel und das ist die Steuerung. Macht es irgendwie langweilig. Zugriff auf Sammlersteuerung. Erfolgreich. Weiter. Auf Druckkontrolle des Treibstofftanks zugreifen. Operator, Achtung, Hydrolium wird bei 4 Millionen Sangam instabil. Druckbehälter wird explodieren. Treibstoffzuladungsdruck bei 0 von 3 Millionen Sangen. Behälterdruck bei 0 von 5 Millionen Sangen. Ein Spritzer befüllen? Ach, das ist dieses... Das ist das Rätsel. Ich habe nur eine, keine Ahnung, 3 und 5 und muss eine 4 kriegen oder so. Das ist das ganz, ganz bekannte Rätsel. Okay, der Behälter ist voll. Bei 3 von 3 und 5 von 5. Das heißt, ich muss jetzt den Behälter leeren. Dann muss ich den Einspritzer zum Behälter übertragen. Dann muss ich den Einspritzer befüllen. Jetzt habe ich da links 3 und rechts auch 3. Dann Einspritzer zum Behälter übertragen. Dann habe ich da noch 1 und beim anderen 5. Dann mache ich den Behälter leer. Dann übertrage ich die 1. Füll den Einspritzer neu mit 3, übertrag ihn und hab 4. Notabschaltung eingeleitet. Behälter ist instabil. Genau das wollte ich. Ich mag instabile Behälter. Ich glaube, dieses Rätsel hat es irgendwie in wirklich jedes Videospiel geschafft. Dabei ist es so einfach. Man hat ein Behältnis mit 3 und mit 5. Man macht 3 voll, überträgt auf 5. Man macht 3 nochmal voll, überträgt was rein, geht auf 5, bleibt also mit einem Rest von 1, weil 3 plus 3 ergeben 6, es passen aber nur 5 rein, also bleibt 1 übrig. Dann macht man die 5, kippt mal weg, macht 1 auf 5 rüber, macht 3, also 1 von 3 auf 5 rüber, füllt 3 nochmal und packt es zu 5 dazu und hat man 4. Ich glaube, dieses Rätsel habe ich in meiner Videospielkarriere sicher an die 50 Mal schon gelöst. Man muss nur immer erstmal erkennen, dass es... Seebestie, okay. Ich sag mal nix, ich frag einfach nicht, ne? Man muss nur erstmal erkennen, dass man dieses Rätsel vor sich hat.
Jetzt, da der Koltosammler zerstört ist, zeigt der große phyraxanische Hai keine Anzeichen von Feindseligkeit mehr. Er lässt euch passieren. Hey! Hey! Du bist gar nicht hässlich. Überhaupt nicht. Du weißt genau, was ich gerade getan habe. Ich hätte dich töten können und hab's nicht getan. Du schuldest mir jetzt eine Lebensschuld. Werde Teil meiner Crew. Geh mit mir auf Abenteuer. Du könntest mein Wookie Nummer 2 sein. Wir bauen auf der Ebenhawk einfach ein Fischbecken auf oder so und da bleibst du dann die ganze Zeit drin. Und wenn ich einen Kampf brauche, dann hol ich dich raus. Wir haben die Sternkarte gefunden. Endlich. Hoffentlich gibt es jetzt noch mehr Rätsel und so. Bin gespannt. Ob jetzt wieder so ein Wächter mit aufploppt. Sieht nicht so aus, ne? Wir kriegen sie einfach. Okay. Yay, die Sternkarte. Zurückreifen, ich kann nicht schnell reisen. Okay, dann wieder im Schneckentempo zurück. Das ist sehr adäquatisch. Das ist toll. Yay, ich hab die Sternkarte. Ich gehe dann mal zurück. Da hätte man doch uns auch echt sagen können, es ploppt doch keines Fenster auf. Willst du zu Ebenhaupt zurück oder willst du noch grundloserweise und sinnloserweise auf dem Meeresboden rumkriechen mit dem Tempo einer Schnecke? Ja, ne? Ansonsten. Könnte ich jetzt rausschneiden, aber wenn ich da durch muss, dann müsst ihr da jetzt auch durch. Ich möchte euch nochmal die Vorstufungen auf YouTube nahebringen. Ernsthaft, Freunde. Ich gucke sich jetzt aber gerade nochmal schnell. Ne? Nur zur Sicherheit. Ja, okay. Gut. Sicherheitshalber geguckt, ob ich die Karte tatsächlich damit gefunden habe oder ob ich noch dreimal hätte im Kreis laufen müssen und zwar mit den Fingern schnipsen. Oder so. Weil wenn ich dann jetzt zurücklaufe und dann feststelle, nee, du hättest übrigens noch was anderes machen müssen und ich dann nochmal hier rumlaufen muss, ich glaube, dann wäre ich leicht instabil geworden. Deswegen krieche ich jetzt einfach mal durch den Eingang und dann finden wir nämlich auch raus, ob das tatsächlich die vermutete Eingang war. Komme ich aber auch rein? Ja, komme ich. Ob das vermutlich wie vermutet der andere Eingang war? Oder Ausgang in dem Fall? Sieht nicht so aus, ne? Bin ich hier jetzt rausgekommen? Irgendwo, wo ich schon alles aufgedeckt habe, aber trotzdem noch Minen im Weg sind. Und dann schärfst du halt, wenn du dich mitnehmen kannst. Ah. Okay, das heißt, meine Gefährten müssten ja hier irgendwo rumstehen, ne? Oh mein Gott, wo kommt ihr denn jetzt her? Dran! Komm ich da jetzt rein? Fertig! Jetzt komme ich rein, weil es natürlich storytechnisch wichtig war. Ich glaube fast, wir sind ja von da oben gekommen. Das heißt, da würde ich jetzt einfach mal noch bei der ganz kackendreist zurückgehen. Nee, da komme ich hin. Oh, mein Orientierungssinn ist wieder mal traumhaft. Ich meine, scheiß drauf, dass da unten noch welche feststecken. Selber schuld. Ich meine, der Weg ist frei und so, ne? So, wo ist denn mein lieber Söldner? Der mittlerweile in seinem U-Boot abgehauen. Das würde ich ihm nämlich echt noch zutrauen. Das war vorhin so mein Gedanke, dass ich ihm wiederkomme und er hat mein U-Boot geklaut. Gut, er ist weg, aber das U-Boot ist noch da. Ist mir auch recht. Mit diesem U-Boot kann man nach Atlas City aufsteigen. Jo, mach mal. Steigen wir mal auf. Ich hätte jetzt den Söldner auch mitgenommen, aber der hat sich wahrscheinlich auch in den Spind eingeschlossen. Aber das ist dann ja sein Problem. Außerdem kann jetzt die Republik eine richtige Rettungsmission runterschicken, ne? Jetzt ist da unten ja alles im Lot. Hallo? Ihr seid zurück. Ich hatte schon Angst, dass ihr auch spurlos verschwindet. Also, habt ihr herausgefunden, was in der Raffinerie passiert ist? Die Cellcards sind durchgedreht. Bitte? Was haben sie getan? Und warum? Eure Arbeiten haben etwas aufgeweckt. Da unten? Im Riff?
Das gibt's doch nicht. Ein riesiger Phyraxan-Hai, der alle Cellkarten den Wahnsinn getrieben hat. Das ist schrecklich. Die Operation ist an einer unvorhersehbaren Katastrophe gescheitert. Was ist mit der Anlage selbst? Gibt es Überlebende? Einige Wissenschaftler haben überlebt. Das ist gut zu wissen, wirklich gut zu wissen. Aber was ist mit der Anlage? Ist sie beschädigt? Nein, sie ist komplett zerstört. Nein, das ist schrecklich. Das wirft uns um Jahre zurück. Vielleicht kostet es uns sogar den Sieg. Nein, obwohl ich froh bin, dass ihr unsere Probleme gelöst habt, frage ich mich, ob der Preis nicht zu hoch war. Aber ihr habt eure Arbeit getan und uns in Zeiten der Not geholfen. Dafür danke ich euch. Oh, und habt ihr eure Sternenkarte gefunden? Auch das. Und damit habt ihr euch auch selbst geholfen. Vielleicht können wir ja wieder einmal zusammenarbeiten. Nicht, wenn ich es vermeiden kann. Ich will von diesem Planeten runter. So. Aber ich glaube... Entschuldigung, da musste ich gerade ganz kurz husten. Du hast im Ozean von Manaan eine der verschollenen Sternkarten entdeckt. Sie ist ein weiterer Teil des Puzzles, aber noch ist deine Karte unvollständig. Wenn du die Sternschmiede finden möchtest, brauchst du alle Sternkarten. Gut, dann haben wir hier echt alles erledigt. Also wieder zurück auf die Ebonhawk. Ich kann schnell reisen, oder? Nein, warum nicht? Muss ich hier erst raus? Halt, Mensch. Kann ich hier weitergehen? Wir haben eine Reihe von Unterwasserexplosionen in der Nähe des Wreckerdriffs aufgezeichnet. Es ist bekannt, dass ihr Fragen darüber gestellt habt und unsere Überwachungsmonitorin der republikanischen Botschaft haben euch dabei aufgezeichnet, wie ihr in ein U-Boot zum Wreckerdriff gestiegen seid. Ihr werdet sofort mit uns kommen und euch vor eurer Handlung rechtfertigen oder wir werden uns gezwungen sehen, Gewalt anzuwenden. Sehr wohl, ich werde mich nicht wehren. Kann mich immer noch wehren, wenn ihr mich nicht gehen lasst. Ich will von diesem Planeten runter. Ganz ehrlich, einfach nur weg hier. Aber wenn sie das tun können, dann könnte das ganze System... Ruhe, das ist nicht für die Ohren von Fremdlingen bestimmt. Nun Mensch, ihr befindet euch in einer schwierigen Situation. Das Wreckerdriff ist Manaans wertvollster Besitz und wer es oder das Volk bedroht, bedroht unser ganzes Volk. Wir werden es nicht tolerieren, wenn unsere Neutralität, unsere Existenz und unsere Lebensart bedroht werden. So sehr wir auch eure Republik und insbesondere euren Orden bewundern, so wird es euch doch schwerfallen, eure Rolle bei diesem Zwischenfall angemessen zu erklären. Wir haben herausgefunden, dass ihr für die Detonation in der Nähe des Wreckerdriffs verantwortlich wart. Wir wollen wissen, was dann passiert ist. Wenn die Republik den Vertrag mit uns gebrochen hat, dann wird das verheerende Folgen haben. Was habt ihr am Rift gemacht? Die Explosionen geschahen in der Forschungsstation, die unsere beiden Regierungen dort eingerichtet hatten. Forschungsstation? Wovon sprecht ihr? Lügt uns nicht an, Mensch. Wir wissen davon. Was? Wir reden später darüber. So. Das muss ans Licht kommen. Der Rat wird nichts davon erfahren. Und ihr werdet Stillschweigen bewahren oder man wird euch aus dem Gericht werfen. Wir können... Ruhe! Was ist in der Forschungsstation geschehen? Was hat die Explosion verursacht? Die Maschinerie hat einen riesigen phyraxanischen Hai aufgeweckt. Einen riesigen Phyraxan? Das ist unmöglich, es ist nur eine Legende. Doch sie sagte, sie hätte ihn getötet. Nicht? Habt ihr diesen Hai getötet, Mensch? Ich habe die Maschinerie zerstört, um ihn zu retten. Der Vorfahr. Er muss es gewesen sein. Seid ruhig, das ist nur ein Mythos, den Fremdlinge nicht hören sollten. Doch wenn es der Lebensbringer war, der Vorfahr unseres Volkes, was das bedeuten würde, wenn er schon immer dort war, dann wäre das Kolto vielleicht. Genug, das müssen Außenweltler nicht hören. Doch er soll gerettet worden sein. Der Sammler wurde zerstört, um ihn zu retten. In der Tat, jetzt sehe ich eure Handlung in einem völlig neuen Licht, Mensch. Das muss erst gründlich überdacht werden, sowohl eure Handlungen als auch, wie wir darauf reagieren sollen. Das Gericht vertagt sich, während wir beraten.
Wir haben eure Handlungen und die Situation besprochen, Mensch. Wir danken euch für die Zerstörung der Maschinerie und für die Rettung des riesigen Firaxa, der unserer Ansicht nach die Quelle des Kolters ist. Oder zumindest dessen Wächter. Wir werden euch nicht länger festhalten. Obwohl wir unsere Dankbarkeit nicht offen zeigen können, solltet ihr wissen, dass ihr euch unseren Respekt verdient habt. Die Verhandlung ist beendet. Hey, darf ich gehen? Lass mich jetzt mit dem Planeten runter. Tja, damit ist es jetzt auch bewiesen. Die Mana'ana beten Cthulhu an. Das kann mir nämlich keiner erklären, dass das nicht irgendein Ältester war. Irgendein älterer Gott. Ich meine, hallo, Unterwasser, Fischmenschen. Bei wem der Lovecraft mal gelesen hat oder einfach nur den Cthulhu-Mythos kennt, klingeln denn da nicht alle Alarmglocken? Hi ihr zwei. Hi Carth, na? Wie geht's dir? Ich hab dich jetzt schon länger nicht gesehen, ne? Okay. Ein Planet erledigt. Dantooine, Kashyyyk, Yavin. Tatooine und Corriban. Dann würde ich sagen, wir waren gerade auf dem Wasserplaneten. Dann gehen wir mal auf in den Wüstenplaneten, ne? Nach Anchorad. Wo es hoffentlich keine Fischmenschen gibt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mega anstrengend, da immer drüber zu reden und die vorzulesen. Vor allem, wenn es mehrere sind, die sich miteinander unterhalten. Der ganze Planet von denen voll ist, ne? Da ist man froh um jeden, der Basic spricht. Oh. Helonord ist tot, Lord Malak. Er ist bei seinem Auftrag gescheitert. Verzeiht mir. Die Strafe für Versagen ist grässlich, Admiral Karev. Aber Kello hat versagt, nicht ihr. Ihr dürft euch erheben. Soll ich einen anderen Kopfgeldjäger anheuern, Lord Malak? Ein einfacher Kopfgeldjäger hat gegen eine Jedi keine Chance. Ich werde meine Fehler nicht wiederholen. Mein Schüler Darth Benden soll sich um unsere Jedi-Freundin kümmern. Na toll. Mach ein Loch ins Schiff. Findet Bastilla und bringt sie her. Lebendig, wenn möglich. Wie ihr befehlt, Meister. Ah, und haben wir wieder mal eine Vision, wie es aussieht. Oder nach einer Höhle oder so. Habt ihr es gespürt? Eine neue Vision? Die Macht arbeitet weiter, mit und durch uns. Sie zeigt uns die Sternenkarten, die Revan und Malak entdeckt haben. Tatooine ist nur für seine Sandstürme bekannt. Ich finde es verwunderlich, dass sich ausgerechnet in dieser hoffnungslosen Einöde eine Sternenkarte befinden soll. Scheinbar war es in einer Art Höhle. Die Sternenkarte muss sich an einem Ort befinden, an dem sie vor Staub und Sandstürmen geschützt ist. Ich schätze, es gibt hier mehrere dieser versteckten Höhlen im Sand. Die Kreaturen dieser Welt nutzen sie vielleicht als Zufluchtsort. Wenn wir erst wissen, wo die Sternenkarte ist, werden wir klarer sehen. Okay, jawohl. Dann...
kurz gucken, ob wir hier irgendwelche Hinweise darauf haben, dass hier eine Gefährtenquest weitergeht. Wie das mit Jolie war, ne, auf Manaan. Kath hat sich entschuldigt. Das wird sich zeigen. Angeblich arbeitet Griff inzwischen auf Tatooine. Okay, dann nehmen wir doch definitiv mal Mission mit, wenn wir von Bord gehen. Wie komme ich hier runter? Da. Okay. Wir nehmen Mission mit. Und... ja, komm, ich brauche das Ziel. Ich brauche jemanden, der außer mir heilen kann. Sowas Doofes. Willkommen in Anchorhead, potenzieller Kunde. Die Chaka Corporation steht Ihnen zu Diensten. Natürlich müssen zunächst einige Formalitäten erledigt werden. Ihr Schiff steht nicht auf unserer heutigen Ankunftsliste. Die Landegebühr beträgt daher 100 Credits. Was bekomme ich für meine 100 Credits? Dafür dürfen Sie auf unserem Raumhafen landen. Übrigens dem einzigen Raumhafen von Anchorhead. Sobald Sie bezahlt haben, bieten wir auch Handelsdienste an. Wir sind keine Wucherer. Wir wollen nur unsere Kosten decken. Vielleicht solltet ihr nochmal über die Höhe der Gebühr nachdenken. Tut mir leid, aber wir haben Festpreise. Die Margen auf diesem Planeten sind ziemlich klein. Das Geld, das ich mir spare, gebe ich dann auch in Geschäften aus. Das klingt sinnvoll. Okay, ich mache eine Ausnahme. Wir brauchen Umsätze. Betrachten Sie die Gebühr als Registrierungsgebühr für alle zukünftigen Besuche in Anchorhead. Als Zolloffizier erteile ich auch Auskunft über unsere Dienstleistungen. Sind Sie privat oder geschäftlich hier? Ich suche nach speziellen Dingen. Wen sollte ich fragen? Könnten Sie sich vielleicht ein bisschen deutlicher ausdrücken? Nein. Nach älteren Dingen, Antiquitäten und Artefakten. Sind Sie Archäologe? Hier gibt's viele Ruinen. Allerdings wimmelt es dort von Sandleuten. Mit denen ist nicht zu spaßen. Sie können sich gerne umhören. Die Leute werden Ihnen alle dasselbe sagen. Fragen Sie doch einen Java. Schwer zu sagen, wie viel die wissen. Okay, ich suche nach gut bezahlter Arbeit. Was könnt ihr mir raten? Kommt darauf an, wie viel Sie riskieren wollen. Das Büro der Chaka Corporation ist im Zentrum von Anchorhead. Dort können Sie als Kopfgeldjäger anheuern. Beantragen Sie im Büro gleich eine Jagdlizenz. Dann können Sie Fässer Jagdtrophäen verkaufen. Seine Bude ist nördlich vom Büro. Natürlich können Sie auch als Flugpilot Ihr Glück versuchen. Reden Sie mit dem Hutten in der Meldestelle. Ach, die Piste ist in West Anchorhead. Fragen Sie nicht, welcher Job am gefährlichsten ist. Für mich wäre das alles nichts. Okay, ich sollte jetzt wirklich gehen. Gut. Falls Sie noch etwas brauchen, ich bin hier. Okay. Dann würde ich sagen, an der Stelle auf Tatooine gelandet. Toll, Sand, er ist überall. Und machen wir einen Schnitt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.